Ich habe 9 Pranks für meinen besten Freund Ben vorbereitet und die werde ich euch heute alle vorstellen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Das Abo ist sehr wichtig für die 1 Million, die wir bald knacken werden. Viel Spaß mit dem Video, let's go! Ja, Lina, was hast du denn vorbereitet? Ja, Benson, schön, dass du fragst. Und zwar ist es hier ein sehr, sehr geiler. Das kenne ich, Lina. Ja, die machen nämlich die Geräusche von den Köpfen, die da drauf sind. Oh ja, wir haben hier eine Redstone Clock und dann haben wir hier ein Piglin auf dem Notenblock, ein Enderdrache auf dem Notenblock und ein Creeper auf dem Notenblock. Und wenn man den Kopf auf einen Notenblock platziert, dann machen die Geräusche. Wenn man das allerdings mit einer Glock macht, ist das extrem laut und super nervig. Und das war alles. Und das werden wir jetzt in der City verbauen. Dafür nehmen wir einfach hier die Kiste, wupp, und ab in die Stadt. So, Leute, wir haben hier eine riesige Villa. Und natürlich platzieren wir das nicht einfach so im Haus, sondern einfach irgendwo unterm Haus. Oh, die ist wirklich sehr schön. Oh mein Gott. Alter Traumhaus einfach. Oh. So, und hier könnte ich mir keinen besseren Ort vorstellen als für so eine nervige Falle. Ist ja keine Falle, aber ist egal. Bin halt sprachgelähmt. Aber am geilsten wäre auch nur der Creeper, ne? Dann zischt das immer so. Ja, das stimmt, aber ich finde, der Enderdrache ist super nervig. So, wir packen unsere Kiste hier einmal aus und dann holen wir uns mal die ganzen Materialien. Dann müssen wir jetzt eine Redstone-Clock bauen. Und das habe ich verinnerlicht, wie das geht, Leute. Das kennst du doch aus TNT-Boss-Zeiten. Zwei Redstone, so und so. Und dann brauchen wir eine Fackel. Und dann, schade. Warte, gib mir noch einen Versuch. Ja, warte, ich hab's gleich. Ja! Irgendwie funktioniert es dann doch immer. Und dann brauchen wir hier die drei. Du musst sie schnell wieder abbauen, Lina, das ist der Trick. Bam, bam. Bam und bam. Da haben wir die 3 von der Tankstelle und zack. Boah. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann, aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel hier jemand chillen will, ist das so gut wie unmöglich, weil das super nervig ist. Auf zum nächsten Prank. Der nächste Prank ist wirklich sehr, 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 sehr simpel. Und ja, ich sehe schon, der ist geil. Ja, ja, und zwar, wir packen ein Hühnchen einfach... einfach da hier ist ein rein. Tacki im Hals stecken geblieben. Ja, einfach hier rein und das Hühnchen bewegt sich ja. Und hin und wieder klingelt dann die Glocke, weil es auf die Druckplatte geht und es hat ein Ei gelegt. Das ist auch ein praktischer Effekt und das ist natürlich super nervig, weil irgendwann mal fragt man sich, hä? Warum? Ja, ja, das ist halt das ist halt random. Ja, ja. Es ist nicht regelmäßig und so, es passiert halt irgendwann. Ja, du kannst dir halt denken, das hat dein Nachbar oder so gemacht. Und das bauen wir ganz easy nach. So, wir nehmen hier wieder unsere wunderschöne Millionärsvilla, bauen uns hier einfach mal runter. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen... Das ist aber ein Fuscherbau, sag ich dir. Boah, das Ding ist ja Wasserschaden, ey. Was ein Fusch. Im Prinzip kann man es sogar vielleicht sogar noch einfacher machen, weil wenn wir einfach nur... Moment, dann kann man das ja total easy machen. Hier, pass auf. Wir platzieren unsere Kiste. Die Sachen brauchen wir alle. Bam, 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 bam. Dann brauchen wir einfach nur eine Glocke. Die platzieren wir auf dem Stein drauf. Hier Redstone und hier eine Druckplatte. So, und jetzt pass auf. Einfach ein Huhn. Oh, schade. 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 Oh, endlich. Jetzt haben wir ein Hühnchen. Und wenn das jetzt hier raufklettert. Du könntest natürlich aber auch eine Menge Hühner hier reinmachen. Oh ja, dann wird es super nervig. Das machen wir. Okay, ein Huhn reicht uns nicht. Wir machen mal 4. Das sind mehr als 4. Ja. Ich weiß auch nicht, woher die Rechnung kam. Ja, das ist schon krass nervig jetzt. Ja. Das ist schon nervig. So, und wenn man dann hier wieder hochgeht, das hier wieder schließt, aber nicht so auffällig schließt, dann denkt man sich, was ist hier los? Ich höre, aber man hört die Hühner halt. Ja, ne? Stimmt, man hört die Hühner halt. Man kann es, ist ein easy Prank. Ist, glaube ich, ein Prank laut Prank-Piraten-Skala Level 1. So. Auf zum nächsten Prank. Okay, Ben, das ist wirklich ein super, super einfacher Prank. Und zwar, wenn ich hier schlafen möchte, es ist ja jetzt Nacht, dann sieht nicht einfach aus. Ja, dann sehe ich dieses Bett hier und will hier schlafen, aber ich kann nicht, weil hier Monster in der Nähe sind. Jetzt gucke ich hier. Achso, ich kann. Ich schwör, das steht bei mir hier drin. Bin ich komisch? Jetzt, weil da ein Creeper drunter ist, ne? Ja, ja, richtig, denn hier drunter... Keine Ahnung, worum es bei mir geht. Hier drunter versteckt sich ein Creeper. Warte, du bist im Game-Mode. Ah, geht das dann immer? Ah, ja, ja, okay, jetzt geht's bei mir auch nicht, ja. Ja, natürlich, ich habe mich schon gewundert. Okay, hier drunter ist nämlich ein Creeper, der heißt Banks. Und,
Und der lässt uns hier nicht schlafen. Und der macht natürlich auch keinen Sound. Und wie wir das nachbauen, das zeige ich euch jetzt. Eine weitere Luxusvilla. Wir sind hier in einer weiteren Luxusvilla. Das könnte die von Gambo sein, weil die ist so blau und so. So, ja. Diese Sachen brauchen wir alle. Die meisten Sachen sind tatsächlich fürs Bett. Da braucht ihr euch nicht erschrecken, Leute. So, wir brauchen hier erstmal ein bisschen Quarz. Dann müssen wir hier überall drumherum einfach Wolle platzieren. Und jetzt fällt mir gerade auf, das kann man nicht in einem Obergeschoss machen. Ja, weil, man muss ja Platz drunter haben. Man muss ja Platz drunter haben. Deswegen knallen wir das Bett jetzt einfach mal hier hin. So. Alter, guck mal, ich finde diesen Effekt voll geil mit dem Holz, dass das immer so anders platziert ist. Ja, das ist voll schön. Das versuche ich auch immer, aber es sieht dann nicht so aus. Schade, vielleicht beim nächsten Mal. Ja. So, wir müssen das hier relativ breit bauen tatsächlich. So, dass wir... Ich weiß auch nicht, wie ich das gerade gemacht habe. So können wir das ungefähr so lassen. Zack, zack. Das passt zwar nicht ungefähr zur Maus, aber das ist nicht so schlimm, Leute. Das kann man ja auch alles passend machen. Außerdem muss das hier noch leider ein bisschen breiter. So, so. Oh, haben. Stark. Dann brauchen wir natürlich einen Teppich. Bumm. Und dann können wir uns hier einfach runtergraben. Dann brauchen wir einen Amboss. Zack. Und müssen den Creeper natürlich erstmal umbenennen, damit er nicht despawnt. Man könnte das aber auch mit einem Zombie zum Beispiel machen, indem man ihm einfach eine Waffe droppt oder eine Rüstung droppt. Ja, das stimmt. Aber ein Zombie macht halt so Geräusche. So, dann haben wir hier Benson jetzt drin. Dann müssen wir hier noch Fäden platzieren, damit wir hier gleich unseren Teppich noch drauf platzieren können. Das sieht dann ungefähr so aus. Zack und zack. Dann müssen wir das natürlich an den Seiten noch zumachen. Und dann haben wir ein ganz normal aussehendes Bett. Nur man kann nicht drin schlafen. Bisschen Deko noch und so. Weiter geht's mit Prank Nummer 4. Und zwar, das ist einer der ältesten Tricks. Der ist so langweilig, wenn man hier nämlich denkt, oh mein Gott, hier ist bestimmt ein Wasserblock. Dann liegt man falsch, sondern man fällt nämlich einfach auf Glas. Also wirklich, das ist so ein einfacher Trick. Und wie der geht, das zeige ich euch jetzt, Leute. Kann man auch mit einer Map machen. Oh, ja, stimmt. Soll ich mal eine machen, damit wir den Vergleich sehen? Ich mach mal einen. Ja, wir machen einen Vergleich, okay. So, Leute, ich zeige euch derweil mal, wie man das hier baut. Und zwar müsst ihr euch einfach ziemlich lange nach unten... Oh Gott, das war viel zu weit nach unten. Hier ist wieder... Was sind das denn hier für Grundstücke, sage mal? Nach unten bauen. Einmal so. Und natürlich, um die anderen Leute zu baiten, muss man hier nochmal ein bisschen runter. Ups. So. 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 Und so. Okay, dann haben wir zwei Wege nach unten. Hier haben wir jetzt genügend Platz. Bom und bom. So, Leute. Dann brauchen wir einen Wassereimer. Zack. Und lassen hier das Wasser einfach mal runterlaufen. Dann benötigen wir Seetang und müssen das hier einfach mal ganz nach oben hier hinbauen. Boah, Alter. Dann tauschen wir das raus und dann haben wir hier, bom, haben wir einen Aufzug. Alles. Kann ich jetzt mal eine Map platzieren? Ja, oh, warte, wir haben einen kleinen Wasserrohrbruch hier unten. Hier ist richtiges Water, ey. Ja, warte kurz. So, okay, jetzt haben wir es gefixt. Und dann platziert Ben jetzt darauf seine Karte. Und, das sieht schon... Sie ist nicht ganz perfekt, aber... Oha, das sieht schon, ja, das sieht schon sehr real aus. Und dann springt man hier runter, bumm, und man ist tot. Das ist, wenn man auf die Map Glas platziert. Das ist ja dann Omega, oder? Oh, ja, mach mal Glas drauf. Welches nimmt man da? Ich habe blaues genommen. Oh ja, das ist krass. Das ist richtig krass. Ja, das ist ultra krass. Das sieht schon krass aus wie Wasser. Das sieht schon sehr, sehr wassermäßig aus. Oh! Ja, ich hab da Quatsch gebaut. Das hat gar nicht funktioniert. Wieso? Ja, warte mal, ich habe die Map aussehen gelöscht. So, zuerst machen wir die Map, ist klar. Ja. Das ist die Map. Ja. Das ist die Map mit Glas. Naja, auf jeden Fall wollen wir mal testen, ob ich dabei sterbe. Wir gehen hier runter. Oh, da ist ja Wasser. Bumm, man ist tot. Dieser Prank ist tatsächlich etwas schwieriger. Also ich glaube, der ist am schwierigsten von all den Pranks, die wir bisher hatten. Und zwar, Ben, würde ich dich erstmal bitten, dass du mal in den Survival-Modus gehst. Okay. So, und dann versuch dich mal ins Bett zu legen. Bam! Ben hat nämlich einen Schadenstrank bekommen. 5 Herzen! Ja, der hat richtig viel abgezogen. Und zwar versteckt sich hinter diesem Bild hier ein Dropper und darunter verstecken sich ein Kolben und ein Beobachter. Leider funktioniert das nur einmal, aber ich zeige euch, wie es geht, Leute. Also, hier kommt der Beobachter hin, da kommt jetzt ein klebriger Kolben hin und dann
kommt da eigentlich noch ein Beobachter hin? Aber wie? Ja, ich glaube, so ist richtig tatsächlich. Und dann kommt hier, zack, das hier hin. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben... Was haut denn der Ball hin? Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Da hat nichts geklickt, Elina. Schade. Ah, aha. Ich habe es genauso gebaut wie vorhin, jetzt haut's hin. Oder? Ich verstehe es gerade auch nicht. Also Leute, Beobachter, darunter klebriger Kolben, Beobachter und dann funktioniert das hier, Leute. Dann braucht ihr natürlich noch die Schadenstränke, müsst ihr hier reinmachen. Du musst, oh, aber warte mal. Ja, man könnte, na gut, das würde ich dir jetzt nicht antun, man könnte aber da noch eine Rapid-Fire-Kanone draus machen, die dir direkt Vergiftung und Schaden hinspammen. Nein, danke, Ben, darauf verzichten ja, wir es heute. Es geht aber theoretisch. So, dann brauchen wir noch ein paar Gemälde, so zack, und dann fällt das hier gar nicht mehr auf. Das ist und so hässlich, holy. Wunderschön, hä? Was? Hättest du meinen Stil? Das ist doch schick, hier. Nee, das ist wunderschön. Ja gut, dann nimmt man das hier. Und dann ist die Falle perfekt. Die nächste Falle ist wirklich sehr, sehr easy. Und zwar geht man hier rein und man hört schon, hier runter unter dem Teppich sind lauter Pufferfische und man kriegt heftigen Schaden. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Zeig mir, was du hast, Elina. Okay, hier ist natürlich der Prank eigentlich perfekt, weil man kann hier perfekt darunter, kann man einfach Kugelfische platzieren. Einmal hier, einmal dort, einmal da, einmal hier. Ups, hoppla, sind ein paar viele geworden. So, und dann müssen wir die jetzt einfach so, ich glaube, so war das Muster ungefähr. Zack, machen diese Kleinen zack. Auch schon Schaden? Boah, Bruder, das sind ja. Doch nur, weil die eingezogen sind, Ben. Ach so, ah ja. Das sind stimmt. Keine Babys. Boah. Alter. Hä, hey, haben die schon immer den Sound? Der ist da neu. Ja, nee, der ist... Hä, ich hab's nie gehört. Mann, der hier nervt. Raus da! Und wenn man jetzt hier in das Haus reingeht, ich glaube, ich sterbe gleich. Ah, oh, okay, ich dachte schon, ich habe mich schon gewundert. Das macht ja Überschaden. Ja, okay, ich war aber auch ein bisschen low. Kommen wir zu Prank Nummer 7, eine ganz normale Eingangstür. Falsch, denn wenn man hier die Tür betritt, bumm, kriegt man einen Kürbis auf den Kopf mit Fluch der Bindung. Und das ist ziemlich kacke. Den wird man nicht mehr los. Weil den wird man nicht mehr los, es sei denn, man stirbt, oder? Ja. So, dieses Haus, das ist perfekt dafür. Zack, wir platzieren hier einmal den Werfer. Dort packen wir alle Kürbisse rein. Bumm, dann platzieren wir hier einen Eichenstamm und hier hinter eine kleine Redstone-Tour. Ich weiß auch nicht, warum ich das Tour genannt habe. Ist doch egal. Ich hab mich schon gewundert. Dann fehlt hier natürlich jetzt noch die Tür. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Es funktioniert! Ich hab sie gezeigt, Ben! Ja, du bist ein Macher. Try. Das ist der geilste Prank, finde ich. Und zwar ist das ein Gerüstbaublock-Prank. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Ben klettert jetzt hier hoch, aber da oben weiß er nicht, dass da oben Lava ist. Deswegen bauen wir das jetzt einfach mal ab. Zack. Oh, schade, ja, aber also, da bin ich ja einfach tot. Das ist jetzt der da Prank. Da muss man ja nicht hochklettern. Man muss es einfach nur abbauen oder halt im normalen Minecraft ist ja das Feuer an. Das heißt, eigentlich wäre es verbrannt. Und das Ding ist, jetzt fließt hier Stück für Stück die Lava runter und nervt heftig. Aber eigentlich habe ich mir den Prank hier so gedacht. Und zwar, man hat hier ein wunderschönes Dorf. Alles sieht ganz nett aus, alles sieht ganz schön aus, aber man will es hässlich machen. So, zack. Dann platzieren wir hier überall drauf die Gerüstblöcke. Wenn wir hier drauf klicken, dann werden die sowieso immer höher. So, ja, ich glaube, das reicht, glaube ich, von der Höhe ungefähr. Dann müssen wir hier einmal komplett hoch. So, gehen hier rauf, platzieren hier, hier, hier und hier einen Gerüstblock. Und dann machen wir die auch wieder ein höher, sodass wir hier mindestens ein Lava platzieren können. Zack, hier kommt dann die Lava rauf. Und entweder verbrennt es mit der Zeit oder... Setzt sich selbst frei. Ja, oder setzt sich selbst frei. Oder jemand denkt sich, oh, was ist das denn hier hässliches? Boah, das muss unbedingt weg. Bumm. Und dann hat man schon so den Domino-Effekt quasi. Boah, sieht so geil aus. Ja. Piu. Und dann haben wir ein Problem. Kommen wir zum allerletzten Prank. Und ich finde ihn den absolut geilsten. Freunde gemacht. Den habe ich mir extra aufgehoben hier. Wir haben hier einen Trichter und Beobachtungsblöcke haben wir auch, aber leider wäre das zu nervig gewesen, hätte ich den jetzt angelassen, deswegen habe ich ihn weggemacht. Und zwar, wenn jetzt hier jemand reinsteppt in die Boote, dann sollte hier theoretisch was passieren. 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 Ich steppe mal rein.
Oh Gott. Alter Schwede. Dann werden hier mal die Boote platziert und das machen wir jetzt nach. Und du kannst halt unendlich viele nehmen. Hm. So, wir brauchen hier und hier einen Beobachtungsblock. Dann brauchen wir hier noch einen Werfer. Der macht jetzt die ganze Zeit dieses nervige Geräusch. Und hier oben natürlich noch unseren Trichter. Dann machen wir hier einmal Blöcke drumherum. Ich glaube, damit das richtig funktioniert, braucht man auch noch Wasser so ein bisschen. Das sollte hoffentlich reichen. Jetzt machen wir mal ein Testboot rein. Funktioniert, perfekt. Aber ein Boot reicht natürlich nicht aus. Wir geben mir einfach mal die maximale Anzahl an Booten. Und das ist 100. Bumm. Jetzt konnte ich das alles nicht auf. Moment, verdammt. Bam. Jetzt sind hier unfassbar viele Boote drin. Und der Trichter droppt die bis ins Unendliche jetzt da rein. Oh ja, so sieht das jetzt aus. Lass noch weiterlaufen. Ja, ja, ja. Wir machen das hier, dass das hier alle 100 Boote sind. Aber man kann halt auch noch mehr nehmen. Ja, natürlich. Man kann 400 Boote nehmen. 500, 1000. Aber bei 1000, da könnte der PC explodieren. Keine Garantie dafür. Also es ist so eine Prankhütte hier. Die Hühner, die sind hier. Da ist noch der Hühner andere machen Prank. Nonstop diesen Sound. Ey, das hier, das wird hier gleich das ganze Wohnzimmer fluten. Es sind keine Boote mehr da. Okay, okay. Es sind keine Boote mehr da. Wir bauen das jetzt hier einfach mal alles ab. So. Und jetzt denkt man sich, was macht denn das Boot hier? Ein Boot, ja. Sieht aus wie ein Boot. Okay. Man sieht es am Schatten halt. Ne? Das ist vieles. Oh mein Gott. Ich wurde woanders hintepet. Alter Schwede. Das ist wirklich der geilste Prank, Leute. Das ganze Wohnzimmer. Na, fast das ganze Wohnzimmer. Oh mein Gott. Fast das ganze Haus. Alter, das ist so viel. Leute, das war's mit der heutigen Folge mit 9 Pranks für eure Freunde. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Haut da rein, Leute. Tschüssi. Ja, die Faxen am Start und alle gehen ab.